Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf YouTube. Ich mache hier ein Antwortvideo zu einem Antwortvideo von Illumination Galore. Ich werde ein paar Stellen rausschneiden, damit das Video nicht zu lang wird, und es geht los. Heute kann doch jeder arbeiten, wann und wo er will. Über das Internet. Ja, das ist eine dieser furchtbaren Entwicklungen, die uns der Kapitalismus beschert hat. Schlimme Sache, wenn den Menschen so viel Freiheit eingeräumt wird. Ich verstehe hier deinen Punkt nicht. Susi hat einfach nur das Phänomen beschrieben und du argumentierst über den Kapitalismus. Aber apropos Susi, schön, dass sie sich treu bleibt und fleißig ihre schlecht gemachten Möpse in die Kamera hält. Ist schließlich immens wichtig für eine ernstzunehmende Berichterstattung. Ich bin gespannt, wenn sie dann das nächste Mal wieder rumheult, weil sie ständig zu einem Sexobjekt degradiert wird und nicht versteht, warum. Das ist halt immer noch ein Kritikpunkt im Feminismus, dass Frauen als Sexobjekt degradiert werden, nur weil sie sich relativ freizügig anziehen. Und da stimme ich auch mit dem Feminismus überein. Also das sollte man halt nicht machen. Fazit, das Ganze ist super umständlich, man hat nur wenige Aufträge und es kommt nicht gerade viel dabei herum. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass Crowdworking deshalb für die absolute Mehrheit eine Freizeitbeschäftigung darstellt, mit der sich die Leute eben etwas dazu verdienen. Gemäß einer Studie der Böckler Stiftung betreiben nur 20% der Crowdworker das Ganze hauptberuflich. Wir haben 28%, die Crowdworking als Nebenjob betreiben und 20%, die hauptberuflich Crowdworker sind. Wenn du sagst absolute Mehrheit, finde ich das etwas fehlleitend, denn deine Mehrheit sind 52%. Man muss ja halt auch bedenken, dass die Hauptberuflichen und Nebenjobber zusammen wohl den größten Marktanteil haben, denn die arbeiten am meisten in diesem Job. Und hier kommt man auf einen vermeintlichen Durchschnittswert von etwa 1.500 Euro im Monat. Das ist nicht sonderlich viel, aber es gibt etliche Berufe, in denen man trotz einer Ausbildung mittlerweile noch weniger verdient. Ich lese mal den letzten Satz vor, wobei der Durchschnittswert noch ungenau ist, da es auch Einkommen um 10.000 Euro gibt. Das heißt, es wird wohl auch Leute geben, die unter 1.500 Euro liegen. Dazu kommt halt auch, dass da nicht dabei steht, wie viel die Leute jetzt gearbeitet haben für die 1.500 Euro. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert, dass es für Plattformarbeiten im Netz einen Mindestlohn oder so etwas wie ein Mindesthonorar gibt. Setzen Sie sich dafür ein? Wir gucken gerade, die IG Metall, also die große Metallgewerkschaft, die auch den IT-Bereich zum Teil mit abdeckt, arbeitet im Moment gerade mit deutschen Plattformen an Verhaltenskodizes, wo solche Dinge besprochen werden, Mindestvergütungen. Ja, die Eingriffe unserer Regierung auf den Markt haben sich bisher ja immer als vorteilhaft erwiesen. Was willst du hier aussagen? Sind jetzt Arbeitnehmerrechte prinzipiell schlecht? Also das ist halt ein Trend, der in der Zukunft auch größer wird, und ich glaube nicht, dass es schlecht ist, wenn man da gesetzliche Regulierungen hat. Die meisten Crowdworker in Deutschland machen Fleißarbeit. Das heißt, sie nehmen an Umfragen teil oder überprüfen, ob im Supermarkt die Produkte richtig ausliegen. Dafür braucht man keine Ausbildung, verdient aber auch dementsprechend wenig. Das ändert sich. Auch große Unternehmen wie Adidas, Airbus und die Deutsche Bank setzen mittlerweile auf die Crowd. Auf verschiedensten Plattformen holen sie sich Experten aus aller Welt, um für ihr Unternehmen zu arbeiten. Das bedeutet dann aber auch mehr Konkurrenz. Und Konkurrenz ist etwas ganz, ganz arg Schlechtes. Wo kämen wir denn dahin, wenn sich die besten Ideen und Leistungen durchsetzen würden? Das würde ja Fortschritt bedeuten und den, okay, jetzt bekomme ich einen Hirnknoten bei der Logik. Es wird halt eher im Video darauf hingewiesen, dass es schlecht für Arbeitnehmer ist, wenn es mehr Konkurrenz gibt. Natürlich ist das für Unternehmen gut und bedeutet Fortschritt in einer gewissen Hinsicht, aber ob das jetzt allgemein positiv ist, müsste man noch diskutieren. Zum Beispiel bei Projekten wie Rittersport, wo unheimlich viel eingereicht wird, über 1000 Einreichungen würde ich schätzen, die Qualität und die Menge einfach unüberschaubar wird und es für mich als Gestalter zur Lotterie werden würde, dort mitzumachen. Ja, ist schon scheiße, wenn irgendwelche Randoms eine bessere Arbeit abliefern und dann auch noch den Preis dafür bekommen. Hier müsste man halt erstmal verstehen, was er mit Lotterie meint. Weil du machst dich halt so ein bisschen darüber lustig und das finde ich halt nicht fair, wenn du gar nicht den Kontext kennst. Und was natürlich dann so die Folge hat, dass die Preise dann auch immer schlechter werden. Dieses Rumgeheule erinnert mich ein bisschen an ein Kind, das beleidigt ist, weil es den Malwettbewerb nicht gewonnen hat. Konkurrenz drückt den Preis, so ist das in der realen Welt. Man könnte ja an seinen eigenen Fähigkeiten arbeiten, um den Mitbewerbern überlegen zu sein. Aber wenn man da keinen Bock drauf hat oder einfach kein Talent besitzt, dann sollte man sich damit abfinden, dass man schlechter bis gar nicht für seine Bemühungen entlohnt wird. Sag das mal zu einer Putzfrau. Also du hast überhaupt keine Verhältnisse von dem, wovon er da redet, und redest das irgendwie schlecht. Ich finde das halt einfach nicht nett. Die Leute haben immer mehr Jobs. Ein Teil davon ist sozialversicherungspflichtig, ein Teil ist es eben nicht.
Und das kann dazu führen, dass man eben bei den Jobs, wo es keine Sozialversicherungspflicht gibt, auch keine Rentenansprüche erwirbt. Das wollen wir verbessern. Also in Zeiten, in denen neben ohnehin schon vermeintlich diskriminierten Bevölkerungsteilen auch unsere Sozialsysteme mit steigender Tendenz von faschistischen Glücksrittern Gitarre herrscht werden, ist es an Naivität kaum zu übertreffen, daran zu glauben, dass irgendjemand außer Staatsbediensteten in ein paar Jahrzehnten überhaupt noch so etwas wie eine Rente bekommen wird. Zumindest habe ich mich von dem Geld, das mir jeden Monat weggenommen wird, seelisch und moralisch schon verabschiedet. Und in Anbetracht der Höhe fällt es einem dann doch schwer, nicht auszurasten. Was soll ich dazu sagen? Belege einfügen? Bitte erkläre deine Behauptung. Wieso bist du dir da so sicher? Klar, bei uns steckt Crowdwork noch in den Kinderschuhen. In den USA boomt die Branche jedoch bereits. Unsere Sozialsysteme sind allerdings noch gar nicht auf die neuen Entwicklungen vorbereitet. Veränderungen brauchen neue Modelle. Arbeit muss fair bleiben. Hier stimme ich Susi zu. Also das ist ein Ding, das kommt, das wird größer und das könnte schlecht für Arbeitnehmer sein. Ausrasten könnte ich auch, wenn ich daran denke, dass Menschen in den Knast gesteckt werden, weil sie sich weigern, so eine schlecht recherchierte und einseitig betrachtete Scheiße mitzufinanzieren. Was heißt hier Mehrheit? Also das müsstest du erstmal beweisen, sage ich mal. Die Funkformate sind jetzt nicht so toll, aber irgendwie so die Tagesschau oder so wird halt auch oft geguckt. Ich bin es so leid, dass ich mir von Leuten radikal ideologischen und fehlerverseuchten Schwachsinn erzählen lassen muss. Radikal ideologisch? Was war denn an diesem Beitrag radikal? Beziehst du dich gerade auf diesen Beitrag? Also das ist so eine Art Guilt by Association, was du machst, und ich finde das irgendwie unschön, das so zu erwähnen, wenn es halt nicht zutrifft. Die kognitiv noch nicht einmal in der Lage sind zu verstehen, dass das Geld, das sie für ihre kleinen Gastauftritte in Formaten wie Jäger und Sammler erhalten, anderen Menschen unter Androhung und Anwendung von Gewalt weggenommen wurde. Susi wollte mit dem Tweet wahrscheinlich nur provozieren und das hat sie geschafft. Vielleicht interpretieren wir beide den Tweet auch gerade falsch. Aber ich muss insofern zustimmen, dass ich auch der Ansicht bin, dass Susi manchmal schon fragwürdige Dinge von sich gibt in den sozialen Netzwerken. So, das war das, was ich direkt zum Video zu sagen hatte. Versteht mich bitte nicht falsch, ich bin jetzt auch kein riesiger Fan von dem Video von Jäger und Sammler, aber ich finde, dass Kritik schon sachgerecht formuliert werden sollte. Und das hat Illumination Galore in meinen Augen nicht geschafft. Wenn ihr jemanden auf diese abwertende Weise, wie Illumination Galore es hier getan hat, kritisiert, dann bewirkt das nicht sonderlich viel bei denjenigen, die ihr kritisiert. Viele Aussagen von ihr wurden halt einfach so in den Raum geworfen und nicht wirklich belegt. Na gut, ich habe eben so wenig belegt, aber ich habe mich auch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Meine Meinung ist, dass das Video von Jäger und Sammler schon etwas schwammig war, aber ich habe mich jetzt auch nicht verarscht gefühlt beim Zuschauen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eher für Arbeitnehmerrechte bin in diesem Kontext. Es ist unten ein Beitrag vom ZDF verlinkt und den fand ich auch insgesamt besser als das Video von Jäger und Sammler. Und ich frage mich, wieso die jetzt einen neuen Beitrag zum selben Thema gemacht haben, anstatt das alte hochzuladen auf YouTube. Falls ihr euch mehr für das Thema Crowdworking interessiert, ich habe die ganzen Quellen natürlich auch unten noch verlinkt. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie unterhalten. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Kritik oder Verbesserungsvorschläge habt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie meine Existenz auf YouTube weitergehen wird. Bei mir steht halt noch vieles in den Startlöchern. Ich weiß, dass die Audioqualität nicht so cool ist und das Video hätte ich ansprechender gestalten können. Derzeit plane ich mehr so Videos über, ich sag mal, skeptische YouTuber zu machen und das so ein bisschen zu kritisieren. Ich habe jetzt erstmal einen Discord-Server angelegt, ihr könnt da ja mal vorbeischauen, wenn ihr wollt.